Wieder nerven die Klimakleber in Berlin. Die letzte Generation blockiert die vielbefahrene Stadtautobahn A100 mitten im morgendlichen Berufsverkehr. Zumindest versuchen die Aktivisten es. Plötzlich stoppt der Verkehr. Wie so oft in den letzten Wochen sind die Protester der letzten Generation für den dicken Stau verantwortlich. Wahnsinn! Einer der Protestierenden klebt sich auf das Autodach. Die anderen blockieren die Straße, werden aber immer wieder von wütenden Autofahrern von der Fahrbahn gezerrt. Ein lautes Hubkonzert begleitet die Aktion. Die Klimakleber werden über den Asphalt geschleift, stellen bzw. setzen sich immer wieder in die Blockade. Die Wut der Autofahrer steigt. Einer der Betroffenen übergießt die Protestler sogar mit einer Flasche Wasser. Schon in den letzten Wochen werden die Aktivisten nicht zimperlich körperlich angegangen. Sogar Tritte und Schläge werden ausgeteilt gegen die Klimakaoten. Dabei ist diese Form der Selbstjustiz strafbar. Auf schwere vorsätzliche Körperverletzungen kann es bis zu 10 Jahre Knast geben. Die Polizei meldet auf ihrem Twitter-Account mehrere solcher Protestaktionen, die im Laufe des Vormittags nach und nach aufgelöst werden können. Und so verpufft auch dieser Protest des Dachklebers und sorgt nur für Wut und Ärger bei den Menschen in Berlin.